Alle zusammen. Ja, ich wollte eigentlich schon am Freitag eine kleine Zusammenfassung machen für The Nosy Rosie. Denn es hat sich ja doch eine ganze Menge getan. Und bevor ich richtig anfange, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren Abonnenten und alle, die so tolle Kommentare geschrieben haben. Also ich habe sie alle gelesen und ich war echt baff, also dass da so viel positive Resonanz von euch gekommen ist. Und dann auch noch klar die Laura und der Jen auch ein Dankeschön, denn ihr habt ja richtig tolle Videos gemacht. Und ja, ich komme dann heute am Montag und am Dienstag. Ich hoffe, das ist okay, dass ihr mich so oft sehen wollt, keine Ahnung. ja, ich wollte mal eben eine Sache klarstellen. Also ich habe ja gesagt, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Das heißt aber nicht, dass ich mit der Kirche oder dass ich an das glaube, was die Kirche uns predigt. Nein, ich glaube, dass es noch irgendetwas gibt da oben im Himmel oder im Universum oder wie auch immer. Das denke ich. Und das heißt damit, dass ich glaube. Und ich habe die Bibel gelesen, nicht weil ich der Kirche angehört habe, sondern weil ich Interesse hatte. Ich wollte tatsächlich wissen, was da drin steht. Und ja, ich bin heute einiges schlauer, obwohl es sehr schwer ist zu lesen. Denn es sind ja doch ganz andere Texte, als wie man sie heute kennt. Und ja, für mich ist die Bibel einfach ein Widerspruch in sich selber, weil ja, manche Dinge sind okay, manche wiederum nicht. Und dann geht's so, also man kann da nicht klar was herauslesen, für mich jedenfalls so. Und ja, dann fragte mich die Laura, warum ich hier nicht wegziehe. Also wie gesagt, ich bin hier nicht wirklich gebunden. Und die Sache halt, wie mir gesagt worden ist, so, nee, du bist lesbisch, du darfst nicht in die Kirche. Das hat mich anfangs schon getroffen. Da habe ich auch gedacht, boah, war schon traurig, aber ein bisschen geweint. Weil ich schon, wenn, sag ich mal, Familiengottesdienst war oder Gottesdienst war, wenn meine Tochter zum Beispiel Aufführungen hatte in der Kirche, ich wurde dann ausgeschlossen. Und das fand ich dann schon ziemlich hart, weil ich dann ja, die Auftritte meiner Tochter nur bedingt sehen konnte, nachher auf Video. Und das hat mich schon ärgerlich gemacht und deswegen finde ich es erst recht nochmal zu kämpfen oder den Menschen mal klarzumachen, ja, wie dumm sie sich eigentlich verhalten. Ja, und dann auch, ich würde mich hier auch nicht von denen vergraulen lassen, da bin ich ganz ehrlich. Also ich denke mir, gut, ich bin lesbisch, und wenn sie meinen, sie müssen mich mobben oder sonst irgendwas aus diesem Grunde, dann stehe ich wie der Fels in der Brandung und bleib hier bestehen. Da können die sich die Zähne dran ausbeißen. Und wegziehen würde ich sowieso generell nur dann, wenn ich einen besseren Job finden würde oder eventuell durch ja, eine Partnerin, die eventuell nicht hier hinziehen möchte, aber ne, ihr versteht, was ich meine. Also ich würde mich nicht wegziehen, weil da Leute dummen Scheiß machen. Ja, was wollte ich noch sagen? Dann zum anderen habe ich auch, erst war ich ja ziemlich niedergeschlagen diesbezüglich und dann habe ich mir das ganze Spiel mal genauer betrachtet, aus einem anderen Blickwinkel. Denn es ist ja eigentlich auch eine Sünde, sich scheiden zu lassen oder in den Swingerclub zu gehen oder fremd zu gehen. Und hier auf dem Dorf, da weiß jeder bei jedem Bescheid, ne? Also ich weiß, mit wem mein Nachbar fremd geht oder ist nur ein Beispiel, ne? und ich sehe dann halt, dass geschiedene Paare, dass ein geschiedener Teil dann in die Kirche geht, obwohl das ja auch eine Sünde ist, ne? Ja, und ich denke mal, es passieren wesentlich schlimmere Dinge hier. Ja, hinter verschlossenen Türen, die nach Sünde schreien, als wenn ich, sage ich mal, eine Frau liebe. Ja, und am besten hat mir natürlich gefallen von dir, Laura, die Geschichte vom Breaver Bunch. Ne? Jedes Haar hat Gott erschaffen an dir und er hat dich geschaffen, so wie du bist. Und genau das denke ich auch. Also, wir sind nicht ohne Grund einfach, also wir sind nicht ohne Grund so.
Ja, die Jen, die hat ja den Trailer da ein bisschen von, Moment, Bobby, jetzt fällt es mir nicht ein, ein bisschen uns näher gebracht. Ja, dazu muss ich dann sagen, ich habe den jetzt auch schon 3, 4 Mal geguckt und ganz ehrlich, was mich so an diesem Film so, ja, zum Heulen bringt, ist eigentlich, Bobby outet sich und die ganze, oder die Mutter akzeptiert es nicht, weil sie das mit ihrem Gottesglauben nicht ganz vereinbaren kann. Und irgendwann bringt Bobby sich halt um und erst dann fängt die Mutter an, für Homosexuelle zu kämpfen. Ich finde immer, das gleiche habe ich zu meiner Mutter auch mal gesagt. Ich sage, Mama, hör mal, was wäre dir lieber, dass ich mich umbringe, weil ich nicht das leben darf, was ich bin? Oder ist es dir lieber, eine lesbische Tochter zu haben? Ja, und sie guckte mich halt an und sagte halt, klar, dann hätte sie halt lieber eine lesbische Tochter. Und das habe ich auch in meinem allerersten Video auf meinem Channel Lurch 1801 reingebracht. Das Video ist in einer ganz schlechten Qualität, dass halt immer noch sich junge Mädchen und Jungen umbringen, weil sie mit ihrer Homosexualität nicht klarkommen, weil sie Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Ne? Aber ihr braucht keine Angst haben, ihr habt uns. Wir sind eine große Gemeinde. Gerade wenn man dann am CSD Köln oder Berlin oder sonst wo ist, ich meine, da sieht man mal, wie viele Homosexuelle es eigentlich gibt. Ja, und damit wollte ich mich mit meiner Zusammenfassung verabschieden. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Zu welchem Thema denn überhaupt? Ich habe mir mal so gedacht, so, das tägliche Coming Out einer Lesbe. Das ist ein gutes Thema. Das nehmen wir nächste Woche. Nächste Woche. Morgen. Morgen. Wünsche euch was.